kommen zu, gönnt ihr was? Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht heute wieder um Sensi. Und zwar, wer mein gestriges Video gesehen hat, da habe ich ja die Whiffbox für Oktober vorgestellt. Die kam aus meinem Club. Was genau dieser Club bedeutet, könnt ihr, wenn ihr daran Interesse habt, meine Sensi-Beraterin, die Sandra, fragen, was es damit auf sich hat. Ich sag nur so viel, in diesem Club könnt ihr euch Bars reinpacken, ja, Seife, egal, ne? Bis auf Lampen könnt ihr euch da alles reinpacken. Auch Dinge, die es sonst eigentlich nicht mehr gibt. Und wenn ihr da einen bestimmten Warenwert erreicht habt, sprich 85 Euro, dann kriegt ihr einen Artikel zum halben Preis. Und das ist bei mir jeden Monat die Whiffbox. So. Aber ich verlinke euch Sandras Seite, Sensi-Seite, wieder unten in der Infobox. Und wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, schreibt sie an. Sie erklärt euch das. Ich habe mir unter anderem 10 Düfte geordert. 2, 4, 6, 7 Düfte sind regulär im Sortiment, aber ich kann nicht auf die verzichten, deswegen sind die bei mir im Club. Und 2 Düfte, die kriegt man nur noch über den Club. Und zwar sind das Bring Back My Bar Düfte. Und ich habe mir noch Seife bestellt. Die Handseife für in mein Gästebad. Ich benutze ja meine selbstgesiedelten, aber wenn ich Gäste habe, ist das natürlich schöner mit so einer, ne, im Spender. Nicht jeder will sich mit einer Seife die Hände waschen. Und deswegen, ich finde die gut, die Seifen, und sie riechen auch noch lecker. Deswegen durfte in meinem Sea Salt und Avocado Seife einziehen, und ich habe mir natürlich den Bar nochmal geordert, weil ohne geht gar nicht. Das habe ich euch ja schon in einem meiner Videos gesagt. Der riecht für mich wie auch leicht frisch geschnittenes Gras. Rosa Meersalz, spanische Orange und Avocado. Und diese Süße, diese Komposition ist unfassbar schön. Dann durfte wieder bei mir einziehen, weil leer gegangen, Amazon Rain. Den habe ich mal als Probe gehabt und habe ihn gehasst wie die Pest. Es ging gar nicht. Und dann habe ich ihm vor kurzem nochmal die Chance gegeben. Und ja, er gehört jetzt mit zu einer meiner Favoriten. Und ich habe viele Favoriten. Amazon Rain. Wo bist du denn, Schätzelein? Ah, hier. Melone, Orangenschale, Kokosmilch und Jasmin. Für alle die, die Kokos wie die Pest hassen, ganz leicht, ganz unterschwellig nimmt man den Kokos wahr. Orange und die floralen Noten, die sind on top, die nimmt man eher wahr. Dann Lemon Verbena, spritzig, krautig, aber die Komposition von spritzig und krautig ist auch wunderbar wieder geschaffen worden. Den habe ich auch als Badreiniger. Moment. Das ist der Badreiniger in Lemon Verbena. Tolles Produkt. Also Seifenrückstände
Kalk und Schimmel. Hammer. Einfach nur mega. Was ich nicht ertragen kann, ist der Duft. Also nicht ertragen ist falsch ausgedrückt. Ich finde den furchtbar. Und das finde ich schade, weil ich ihn als Wachs total liebe und davon gar nicht genug kriegen kann. Aber im Reiniger, da kommt mir das Krautige zu sehr raus und zu wenig Lemongrass. Aber das Produkt ist toll. Aber das werde ich mir dann noch in einer anderen Duftrichtung kaufen. Ne? Jo, Schimmer. Na, Schimmer ist ein Bestseller und das auch nicht ohne Grund. Kirschen, Aprikosen, weißer Moschus und Zuckerfäden. Lecker. Und ich finde die Wachsfarbe auch wunderschön. Das darf auch nie leer gehen bei mir. World Traveler. Das ist auch leer gegangen. World Traveler ist ein absolutes Powerhouse. Der ist sehr intensiv und maskulin und läuft bei Sensi unter, ja, Hölzern. Und das ist, trifft auch. Da ist Brombeere drin, dunkler Granatapfel und Eiche. Und diese Komposition, ich stehe ja eh auf maskuline Düfte. Also je nachdem, ne, auf gute maskuline Düfte. Hier kommt aber trotzdem nicht zu viel Holz raus. Ja, die Note ist da, die nimmt man wahr. Aber der Fruchtanteil ist in guter Waage. Holz und Fruchtanteile sind ausgewogen. Also eine ganz, ganz tolle Kombi. Und wie gesagt, wer auf heftige Düfte steht, für den ist World Traveler was, weil das ist ein Powerhouse. Der beamt dich weg. Und wer anfängt damit, der sollte auch erstmal nur einen Würfel holen. Weil das ist schon Schmackes dahinter. Dann ein neuer Liebling von mir. Cozy Cardigan. Das ist schon ein Backup, ne? Also ich habe die erste Packung, die ich hatte, ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Cozy Cardigan. Ein richtig schöner Kaschmirduft. Sanftes Velourleder, Rosenblüten und Amber. Amber ist Bernstein. Der ist so. So sanft. Also man möchte sich Moment, weiter im Text. Also, das ist ein unfassbar schöner Kaschmirduft. Und ja, man will sich direkt in eine frisch gewaschene Wolldecke einhüllen, auf dem Sofa liegen und oh, einfach nur kuscheln. Der. Ja, umhüllt so und oh, ja, er ist einfach, er ist sehr schön. Meine neue Liebe. Dann, den habe ich jetzt länger nicht gehabt. Pink Cotton. Wenn man sich da erstmal so die Duftbeschreibung anhört, denkt man, no. Aber das ist ein fantastischer Mädchenduft, vor allen Dingen für große Mädchen.
Die Duftbeschreibung sagt saubere Baumwolle, rosa Beeren und Vanillezucker. Und der ist so, so wunderschön. Der ist weich, warm, durch den Beerenanteil ein bisschen frisch. Das riecht überhaupt nicht nach Weichspüler oder sowas, gar nicht. Ein frischer Beerenduft gepaart mit der Süße vom Vanillezucker. Wenn man sich das so durchliest, wie gesagt, denkt man, geht gar nicht. Aber diese Kombination ist so schön. So, so schön. Also da geht mir das Herz auf. Oh. Lecker, wirklich lecker. Und für alle die gerne süß haben, umschmeichelnd haben wollen und mit bisschen frischer Wäscheduft, Pink Cotton. Jetzt kommen wir zu zwei Schätzchen. Die bekommt man nur noch, wenn man im Club bestellt. Und zwar ist das einmal Bring Back My Bar. Das sind Düfte, die sind aus der Kollektion gegangen und kommen dann durch ein Event zweimal im Jahr, wo man unter ganz vielen verschiedenen Düften voten kann. Kommen dann einige dieser Düfte, die aus dem Sortiment sind, kommen wieder zurück. Und das bedeutet Bring Back My Bar. So, und hier habe ich Berry of Paradise. Ich kenne diesen Duft nicht. Der ist auch an mir vorübergegangen. Und der sagt, na, ich habe hier mein Schleppi offen. So, leckere gezuckerte Erdbeere, Strelitzi und Vanilleschote. Ich nehme die Erdbeere. Nehme ich sehr deutlich wahr. Aber jetzt nicht so eine eklig künstliche Erdbeere. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Sondern schon eine authentische Erdbeere. Das riecht wie so ein Erdbeereis. Ja, ihr merkt schon, mit Vanillesoße oben drüber. Der hat auch so ein klein bisschen was Frisches. Also, das ist kein dumpfer Duft, sondern ein frischer, süßer Erdbeerduft. Ich bin gespannt, wie er ist, wenn er warm ist, ob er mich dann noch genauso umhaut. Ja. Und dann habe ich einen wieder entdeckt, beziehungsweise der ist dieses Jahr aus irgendwelchen Gründen, habe ich den verpasst. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum, wieso, weshalb. Pina Colada Cha-Cha. Wer Pina Colada liebt, wird das hier lieben. Den musste ich sofort in die Duftlampe geben. Der riecht genauso, wie Pina Colada schmeckt. Ich habe gedacht, mich stritt ein Pferd. So, den werde ich auch in meinem Club lassen und habe die Bestellung für November schon abgeändert. Den habe ich schon zweimal im Club drin. Also das geht nie mehr wieder ohne. Du riechst die Sahne, du riechst die Ananas. Ach, was mache ich denn hier? Moment.
Jetzt habe ich vor lauter die Seite zugemacht. Ah, Moment. So. Also, Kokosnuss, Ananas, weißer Rum und Vanilleschote. Oh Gott. Chaka. Ultra. Ultra lecker. Der riecht wirklich wie die Pina Colada schmeckt. Und für alle die, die das lieben, must have. Aber wie gesagt, das ist nur über den Club erhältlich. Oh, wenn ich von unten hochkomme, hier auf die zweite Etage, es riecht nach Pina Colada. Ne? Es riecht nach Sonne, Strand und Meer und Schirmchen. Lecker. Ja, ich ändere jeden Monat meinen Club so ein bisschen ab. Wie gesagt, Pina Colada Chacha ist jetzt zweimal drin. Den brauche ich ganz dringend. Immer. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr hattet Spaß. Und nochmal, weil ich ganz oft gefragt werde, nein, ich bin keine Sensi-Beraterin. Ich bin nur eine total bekloppt, verrückte Duftnase, Duftjunkie, die Sensi abgöttisch liebt und das seit Jahren. Meine Beraterin bzw. ihre Seite verlinke ich unten in die Infobox. Und es wird noch ein Video kommen und zwar mein Weihnachtseinkauf. Ja. Freut euch drauf. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.